Es freut mich, dass Skorgro gut ankommt. Ich habe auch Spaß damit. Und wir müssen uns jetzt mal ein bisschen da einpendeln. Ich hatte genau 5 Siege, 5 Niederlagen seit dem vorherigen Video. Und bin punktgenau gleich geblieben. Ich möchte wirklich das jetzt noch versuchen. Wir haben eine Woche knapp. Heute, wo ich das Video hochlade, ist Mittwoch. Aber wo ich hier spreche, ist noch Dienstag und ich habe ein paar Kämpfe. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Noch 7 Tage in Summe. Montag, 22 Uhr, geht es wieder mit der Meisterliga und Meisterliga Premier Classic. Los. Kein XL, keine Legendären, keine Mysteriösen. Sind dort erlaubt. Und der Kanto Cup. Genau, eine Woche. 25 Kämpfe pro Tag sind auf jeden Fall, also das sind einige. Jedoch, wenn ich dann immer nebenbei so im Video, ich will echt ungern schilden, nebenbei so im Video 2 Sets lang mit irgendwas spiele und dann ordentlich absteige, das kann man sich jetzt mal nicht mehr erlauben, wenn ich hier bin. Sollte ich mit dem Team absteigen und das nur ein glücklicher Run gewesen sein, dann werde ich wieder was anderes versuchen, aber jetzt bleibe ich vorerst mal ein bisschen hierbei. Eine Lapras Togekiss. So habe ich das noch nie erlebt. Ich hatte viele Lapras-Führungen. Na und mit einem Togekiss-Wechsel, das habe ich so noch nicht gehabt. Ist relativ nervig, weil als ich den Server nicht geschildert habe, hast du mir praktisch keine Möglichkeit mehr gegeben, mir das irgendwie zu holen. Jetzt kannst du natürlich dann die Mondgewalt vielleicht haben oder den Flammenwurf oder so. Und hier habe ich dann den minimalen Farm. Das ist alles ganz doof. Aber wir schauen. Wir schauen mal. In dem Fall wäre Lauchzelot hinten, okay, das geht in Ordnung. Da wäre Lauchzelot hinten schon eine ordentliche Erleichterung. Aber ein bisschen fehlt dem Lapras auch schon durch die Schlecker. Nicht allzu viel, aber okay. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen das so. Na und gehen immer auf die fette Attacke, weil Samenbomben ist schon relativ schwach, wenn beides neutral ist. Deshalb rein da in den Spukball. Das hat es mir schon mal um einiges erleichtert, aber ich finde leider trotzdem keine Lösung. Du hast mit dem Giftzahndruck, ich kann nicht rauswechseln. Das wird mal nichts mehr. Kryptolapras vor allem vorne. Das ist auch eine feine Sache. Aber wenn ich den Gleichstand gewinne, bekommen wir das immerhin noch raus. Aber das Lapras kann mich dann einfach mit Sofortattacken vernichten. Aber wir bleiben mal drin. Wer weiß, so kann ich es mit Boost gewinnen zum Beispiel noch. Vermutlich nicht. Jetzt farmst du mich hier runter, ja. Na, okay. Nee, das kann ich nicht mal mit Boost gewinnen. Oder habe ich einen Nachthieb ready? Obwohl ich hätte einen ready. Hol aber gar nicht aus, deshalb lassen wir das einfach. Und klicken links oben. Das ist auf jeden Fall nervig. Die liefern sich so ein bisschen an Battle und ich bin dazwischen. Diese Dragoran und die Lapras. Die kämpfen gegeneinander. Ich kann nicht wirklich so allzu viel machen. Rückwirkend betrachtet, sagen wir nur mal, so würde man Tromborg gegen Lauchzelot austauschen. Wäre das in diesem Kampf irgendwie besser? Nicht wirklich. Denn das Nidoqueen hätte man bei weitem nicht so einfach down bekommen, vermutlich. Und ja, dann wäre man auch schon abgeschwächt gewesen. Das hätte, glaube ich, nichts getan. Okay, und das Macho meldet sich zu Wort. Und will ein bisschen so mit den Lapras ein Hühnchen rupfen. Na und Slymog hingegen als Wechsel hasse ich auch sehr. Weil, okay. So, das lasse ich dich mal einsetzen. Ich wäre jetzt gerne schon beim Erdbeben. Aber nicht mit mir, sagst du dir. Setzen wir das ein. Holen wir uns den Schild oder den Schaden. Und es ist der Schild. Es ist wirklich fast jedes Mal der Schild. Aber dennoch. Ich kann es mir irgendwie nicht erlauben und ich kann es nicht übers Herz bringen, hier auf Nachthieb zu gehen, weil es eben nicht so effektiv ist. Wenn es neutral wäre, okay, würde ich mal wagen. Dann schafft man immerhin 2 Nachthiebe auch. Aber das ist einfach zu bitter. Und das habe ich, glaube ich, schon vor einigen Seasons gesagt zu Alola Slymog. Ich liebe dieses Ding als sicheren Wechsel. Sagt mir eine Bodensofortattacke, die Schaden macht, außer Lehmschuss. Also, Lehmschelle, wer hat das? Wer hat das hier? Ach, warum? Gönn mir doch irgendwo einen Schlecker noch. Wer hat hier schon Lehmschelle? Niemand. Und deshalb, eine einzige Schwäche Boden, ist Alola Slymog so ein feines Pokémon. Ich mag es. Ich mag es wirklich sehr. Früher nur mit Standpauke, jetzt mittlerweile auch mit Gifthieb möglich.
So, jetzt kann ich das Macho ein bisschen runterfarmen, aber zum Glück nicht so viel, denn ich bin zweimal abgeschwächt. Boah, der Konter hat ordentlich gesessen. Gut, und weil mein Skorgro schon relativ angeschwächt ist und ich dann den Steinhagel nicht überleben würde, konzentrieren? Nicht, komm. Das hatte ich oft in den letzten Tagen, danke. Ich habe auf Tromborg, aber egal. Das ist auch neu, muss ich wirklich zugeben. Das ist echt neu. Ich will mir das Ding irgendwie noch aufheben. Aber nicht mit einem Kreuzheben. Das ist echt neu. Man klickt. Ich habe ganz klar auf Tromborg geklickt. Ich weiß nicht, ob man es im Video gesehen hat. Aber ich habe ganz klar auf Tromborg geklickt. Doch der Klick wird nicht registriert und dann kommt das andere Pokémon rein. So oft und es ist immer das Falsche reingekommen. Ich raff's nicht so ganz. Also das muss wirklich, das muss irgendwas Neues sein. Und ist ja nicht so wild, oder? Wenn man mal das andere Pokémon reinholt, so. Okay. Also das, da muss ich vielleicht noch genauer recherchieren, was es damit so auf sich hat. Und ob es da irgendwie eine Lösung gibt. Außer noch fester drücken oder ich weiß es auch nicht, aber egal. So, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Ist natürlich immer fein, wenn man mit einem 2:0, also 0:2 ins Set hinein startet. Beim ersten Kampf, ja, das war so. Aber beim zweiten hier, wenn das Spiel einfach sagt, was du willst. Wieso? Nein, nein, nein. In Tromborg rein? Nicht so fein. Nicht mit mir. Heute darfst du nicht in Tromborg reinwechseln. Das wäre viel zu einfach. Das wäre doch viel zu einfach. Jetzt booste ich mich hier fett drauf. Aber sowas von. Komm rein da in den Boost. Und danach farmen wir hier einfach alles runter. Na, oder so. Gut. Ja, das Ding macht leider ein bisschen zu viel Schaden. Aber du hast nicht eingesetzt. Und jetzt kannst du mich runterschlecken. Besiegen mich drei Schlecker, weil ich habe den Nachthieb hier gleich. Ah, easy. Easy, auch mit dem falschen Pokémon. Dann starten wir das Set doch nicht mit einem 0:2, sondern mit einem 1:1. Also wirklich, das war so eine Sache, die jetzt kommt. Ja, jetzt brauche ich ihn nicht. Bitte warten mit den Boosts, nicht jetzt hier schon die Chance vergeuden. Egal. Genau, das war eine Sache, die ist ein paar Mal passiert bei der Go Battle Night. Ich sag immer Night, es ist so in meinem Kopf drin. Natürlich auch noch so neben den üblichen Sachen, aber ich versuche das, ich bemühe mich, aus den Videos rauszuhalten. Hab's jedoch häufig in den Kommentaren gelesen, dass bei euch der Tag wohl schlimm war. Und ich will nicht so tun, als oder nicht, dass ihr glaubt, ich verschweige das und tue so, als wäre Niantic ganz toll. Sondern, genau. Gut, Quappo, das ist eines von den Pokémon, die wirklich schlimm sind vorne. Und da gehe ich immer in Relaxo rein. Und Tromborg kommt dagegen natürlich auch noch extrem gut an. Eigentlich schill ich nicht so gerne die erste, aber ich mach's mal. Manchmal bleiben sie sogar drin. 3, 4. Weil da hinten dann irgendwie, ich weiß nicht, manchmal Geister sind. Entweder Gengar oder Tromborg oder irgendwie sowas in der Art eben. Und schilden hier sogar. Okay, zu ihrer Verteidigung. Ich habe richtig viel Energie getankt. Das hätte jede starke Attacke sein können. Und von daher war der Schild vielleicht schon ganz, ganz wertvoll. Na, okay, das Ding kommt rein. Das kann mich... Nein, wie schlecht habe ich denn das getimed? Ach, komm. Ich muss mich mehr konzentrieren. Und schenkt dir eine komplette Attacke. Weil die Sache... Würde sie X-Bart hier so... Ja, weil ich dir die geschenkt habe, habe ich Body Slam nicht erreicht. Ärgerlich. So, nicht die Wechsel runterticken lassen. Ich konnte sogar auf das Pokémon klicken und es mir aussuchen. Das ist sehr genial. Die starke Attacke von X-Bart ist Spukball. Da kann man gegen Relaxo nichts machen. Da muss man ansonsten die ganze Zeit Gift-Zähne spammen. Und das ist natürlich nicht unbedingt der Yellow from the Egg. So, ich habe jetzt leider keinen Schildvorteil rausholen können. Na und ein bisschen Energie hat das Quappo noch, oder? Was ich jetzt nicht so toll finde. Ich hoffe, du gehst auf Giftzahn, weil du nicht zum Spukball kommst. Und dann... Genau, sehr gut. Denn der Spukball braucht schon so einiges. Dann gehe ich hier raus. Leute, wer hat euch von Relaxo erzählt? Wieso haben alle ein Relaxo hinten drin, wenn ich ein Tromborg hinten drin habe?
Wieder ein klarer Fall von Lauchzelot wäre besser. Aber wir können rückwirkend unsere Teams nicht ändern. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn, sich da so irgendwie was vorzumachen oder so. Und wenn ich jetzt auf Lauchzelot wechsle, sind wieder nur noch die Konfusion-Pokémon hinten drin. Also, wenn man mal glaubt, man hat ein Team, dann dabei bleiben. Und nicht immer irgendwas hinterherlaufen. Aber genau, das ist wirklich, warum plötzlich so viele Leute Relaxo? Das ist top, das ist ein ultra gutes Pokémon. Leider ist die Wechslur. Okay, leider stehe ich rum. Leider ist die Wechslur auch noch nicht um, dass ich da irgendwie mir einmal die Attacke bunkern könnte. Ja, ich muss einsetzen. Ich muss leider einsetzen, kann sie mir nicht bunkern, schade. Und von daher habe ich das hier verloren. Außer du schildest hier. Okay, aber warum solltest du das tun? Denn Schilden wäre deine Möglichkeit, wie du hier noch verlieren kannst. Alles klärchen. Ne, Quappo, echt schwer. Na und hier, das Team wird natürlich von Lauchzelot zerlegt. So ein bisschen vorne und hinten. Von daher wäre das hier auch besser. Schauen wir einfach mal. Ich werde es aber nicht wechseln. Ich bin von Tromborg durchaus überzeugt. Muss ich ehrlich sagen. Und hab auch mich ärgert das nicht, so Führung verlieren. Ich hatte da mal eine Zeit, keine Ahnung, in der Superliga, wo ich meinen Macho, mein Krypto-Macho vorne hatte und plötzlich nur die Hypno, Deoxys und keine Ahnung was sonst noch so. Jedoch war mein Team vielleicht einfach nicht darauf ausgelegt, gegen solche Führungen auch gewinnen zu können. Also für mich ist eine verlorene Führung nicht direkt, dass man verloren hat, sondern erst recht ist man da motiviert und muss alles geben und versuchen, um gewinnen zu können. So. Na und du baust so ein bisschen auf, aber dann irgendwie auch doch nicht auf eine andere Attacke als die Drachenklaue. Dann schauen wir mal. Meine Glückschance auf den Boost habe ich leider schon hergegeben im vorherigen Kampf und zwar ganz am Ende, wo eigentlich dann kein Pokémon mehr am Leben war. Lustig, dass man den Booster auch noch bekommen kann, aber wieso nicht? Denn die Sache ist, wenn ich ihn erhalte, dann muss der Gegner die zweite Attacke eigentlich schilden. Ansonsten müsste man das in der Regel nicht. Okay, sehr schön. Du willst aber dennoch die KP aufbewahren. Und ich werde aber nicht hinterher schilden hier, sondern also, ein Tromborg mit Energie ist ultra gefährlich, außer es kommt wieder Relaxo rein. Hört doch bitte auf mit diesem Relaxo. Wer hat euch davon? Das war nicht mal. Ich verfolge die Videos von den Content Creatern. Das habe ich nicht mal so oft gesehen, Relaxo irgendwo. Warum haben das plötzlich so viele drin? Ja, weil es funktioniert, wenn alle Tromborg spielen. Oder von mir ist auch ein Gengar. Okay. Das lässt du aber nicht zu, dass ich dich hier runterfarme. Sei froh, dass ich kein Glurak hier hinten drin habe. Denn ansonsten wäre dieses Cavalanzas Tschüssili, Tschüssikowski. Moment, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich würde mir gerne das Maximum an Energie rausholen. Du wirst doch wohl nicht so frech sein und hier Schlagbohrer nur einsetzen. Von daher, Vielender, perfekt. Wir machen 4 und 5. Ich will nicht zu gierig sein, ich habe nicht ganz mitgezählt und 5 sind es definitiv noch nicht. Aber ich will auch gar nicht, dass du einen Schlagbohrer vielleicht noch einsetzt. Der wird dann auch schon ein bisschen was verursachen. Wenn Dragoran reinkommt, das kommt auf jeden Fall nicht zu einer Attacke. Na und? Was kommt hier hinein? Was soll es sein? Impoleon? Oh yes. 2, 3 und 4. Perfekt. Immer so timen, da kann die Person nicht abfangen. Bei 1, 4 oder 7. So, ich habe 4 gemacht. Das heißt, du bist bei 3. Wenn ich jetzt... Okay. Ja, egal. Ich lasse es einfach zu. Ich lasse es passieren. Lassen wir es passieren und dann schlecke ich dich runter. Nicht zu versuchen mit Abfangen oder irgendwelche fancy Geschichten. Das sollte klar gehen. Genau. Das haben wir schon häufig gesehen. Dragoran Doppelstahl. Das geht in Ordnung, dieses Team. Und ich glaube... Moment, das habe ich in irgendeinem Video gesehen. Ah ja, wusste ich's doch. Und zwar... In abgewandelter Form, auch mit Libeldra vorne von Yonkus. Und danach hinten drin Doppelstahl, aber eben auch mit Dragoran möglich. Das bilde ich mir ein, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ist ein solides Team, also mit dem Dragoran vorne und diesen beiden Pokémon hinten. Und ich komme dagegen gut an. Wenn wir jetzt wieder überlegen, Lauchzelot,
Okay, auch gut gegen Empoleon. Aber hätte ich da so fein runterfarmen können mit meinem Tromborg? Das ist die Frage aller Fragen. Okay, was ich hier mag, dass du auf jeden Fall mal... Okay, du gibst hier jetzt so schnell aus. Du wärst jetzt echt bei Null. Machen wir das so. Ich habe kurz überlegt, soll ich auf Erdbeben, um einen Schild zu garantieren, aber dann bist du wieder bei 5. Und ich bin mir nicht sicher, ob du danach sofort wieder einsetzen würdest. Das Schlaue in dem... Was heißt schlau? Aber für mich, wie ich es nicht haben wollen würde von meinem Gegner, ist, dass sich der Gegner mehr Energie holt und nicht sofort einsetzt. Weil wenn ich das Erdbeben mache und der Gegner hat noch nicht eingesetzt, dann kann ich nicht rausgehen. Ansonsten verliere ich ja sowieso direkt. Also das nächste Matchup, wo ich rausgehe. Na und, dass du hier einen Schild verwendest, finde ich auch genial. Denn ich habe noch eine Bestrafung gegen Toxiquack hinten. Boah, das ist ja okay. Das ist ideal. Das ist perfekt. Ich vermute, du gehst auf Giftzahn und farmst dann runter. Schauen wir mal. Ich nehme definitiv den 2-Schild-Vorteil. Das nehme ich mit offenen Armen. Jetzt lasse ich die Wechsel runterticken, denn ich bin im Rückstand. Aber Moment, vielleicht doch nicht so ganz runterticken lassen. Ich muss fester drücken oder vielleicht habe ich echt nicht so genau getroffen. So, Erdkräfte wären genial. Komm, blinde Erdkräfte, das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Hammer. Der Giftzahn. Gut, und wir setzen jetzt schon Nachthieb ein. Fischen für den Boost. Ich würde mit den KP würde ich niemals auf Erdbeben gehen. Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. Aber ich glaube, du hast nicht genügend Energie. Bitte nicht Steinkante, dann bin ich weg. Bitte nicht, es ist, glaube ich, ist es mir ein Schild wert? Okay, boah, ich wollte schon fast drücken, aber ich glaube, du warst noch nicht bei der Energie. Jedoch mit Steinkante wäre das ein krasses Moveset. Ein Erdbeben ist gebunkert. Da dürfte nichts mehr schiefgehen können. Aber rein gar nichts. Dürfte da noch schiefgehen können. Erdbeben habe ich am Start. Und dann bin ich in Fahrt. Aber Nidoqueen kann Steinkante haben. Man muss immer davon ausgehen. 3. Okay. Man muss immer davon ausgehen, dass die Leute auch die ungewöhnlichen Movesets haben. Vor allem, wenn du einen Nidoqueen reinholst. Weil, wie hattest du vor, das zu besiegen? Mein Skorgro. Mit einem Nidoqueen? Vermutlich gar nicht. So, ich werde nicht chillen. Besieg mich ruhig. Ich habe das Erdbeben. Das besiegt Empoleon. Was auch immer du hier auf mich drauf wirfst, das war es definitiv nicht. Na und? Jawohl. Und Abfahrt. Gut. Nidoqueen. Ich mag Nidoqueen. Und vor allem mag ich es, wenn es die Gegner spielen. Denn dann ist es perfekt. Nur gegen Slymog. Das ist... Relaxo kann sich das nicht holen. Auch wenn ich sofort reagiere und Relaxo reinhole, kann ich mir... Boah, mit Darkrai ist Niantic wirklich großzügig. Mit Relaxo kann ich mir das nicht holen. Na und natürlich mit dem hinteren Ding, Tromborg, sowieso nicht. Deshalb bleibe ich da am liebsten drin, mache ein Erdbeben, ziehe ein Schild oder den Schaden und hoffe, dass der Gegner ausgibt. Wenn der Gegner nicht ausgibt, dann wird es knifflig. Dann wird es schon langsam knifflig. Ich bekomme noch immer 200 Sterne. Wir sind bald am Ende von dem Dia de Muertos Event. Das Doppel-Sternenstaub-Event, Tag der Toten. Na und... Genau, ich habe fleißig getalkt. Tubiris ist jetzt wirklich endgültig ready. Also ich habe es noch nicht gepusht, aber nun habe ich wirklich auch ohne Tauschen, XL und so weiter, ne, genügend Bonbons. Also ohne Distanztauschen, dass man ein garantiertes XL bekommt, habe ich genügend Bonbons für ein XL Tubiris. Ich glaube, das werden wir in der 10. Season dann ein bisschen spielen, weil ich in letzter Zeit kaum Tubiris gezeigt habe. Und das ist ultra stark und in so vielen Teams ist eines dabei. Also Teams, die ich nachmachen könnte oder zeigen könnte. Und man braucht aber Rückkehr irgendwie. Irgendwie habe ich mich am Anfang gefreut, aber dann irgendwie auch zu langsam reagiert und doch nicht. Da wird ein Schild reingehen. Und vor allem den zweiten Icy hast du nach 4. Oh, aber Moment mal. Ich überlebe 2 Eishiebe und runterfarmen kannst du nicht. Ich werde den zweiten auch nicht schilden. Den dritten dann eventuell. So. Den dritten dann eventuell, falls du schildest, aber ansonsten nicht.
Bampidam, Quaporette aller Echte. Ja, moin Leute, Quaporette ist der Chef, ich zerfetze dich jetzt mit dem Blubbergefecht, ich bin echter als echt. Ich hole mir hier gar keine Energie. Ich gehe hier direkt auf die Attacke, denn ich schaffe sowieso keine mehr. Gegen das Trombok, welches dann reinkommen wird. Genau, machen wir das so. Jetzt hast du hier einen kleinen Energievorsprung zurückgeholt. Aber auf Skorgro habe ich ja auch drei Attacken. Drei Sofortattacken, weil ich so langsam gewechselt habe. Nö, oh, ich dachte schon, du schaffst drei. Dann sind wir mit dabei. Bitte nicht abfangen, ich werde gleich drücken. Danke dir, sehr schön. Na und, was auch immer reinkommt, ich muss mir überlegen. Oder ich muss im Hinterkopf behalten, Relaxo besiegt dieses Trombok. So, du schildest, also hast du nicht viel gegen Skorgro in der Hand. Und das gefällt mir. Aber will ich dann wechseln? Ich würde gerne wechseln zum Abfangen. Das ist die Sache. Ich würde gerne wechseln zum Abfangen. Aber nicht einfach nur so. Also 3, 4. Wirst du nach einer oder nach zwei einsetzen? Wirst du auf den Spukball aufbauen? Ich mache noch eine. Okay, perfekt. Ist leider nur die Samenbombe, vermutlich. Sind nur die Samenbomben, aber das geht für mich in Ordnung. Du bist offenbar schwach. Gegen Trombok, gegen Skorgro. No! 3, 4, 5, 6. Ich sollte natürlich auf Kraftkoloss gehen, aber manchmal setzen sie dann genau vor Kraftkoloss ein. Leute, jetzt reißt euch zusammen. Ich muss ganz genau mitzählen. 7, 8, 9, 10. Willst du mich auf den Arm nehmen? Hol aus. Oh, hier zählt wirklich gerade jetzt jede Sofortattacke. Jede Sofortattacke ist wichtig und richtig. Danke für den Kreuzhieb. Du wirst zweimal Kreuzhieb einsetzen. Und das noch einen ready. 3, 4. Okay. Ich weiß, dass es nicht so effektiv ist. Und du hast jetzt zwei Kreuzhiebe back-to-back. Das habe ich verloren, das kann ich nicht mehr gewinnen. Schade. Ah, wirklich, das sind diese Kämpfe, wo es wirklich extrem wichtig wäre, auszuholen. Und da passiert es nicht. Zweimal ausholen und du hättest keine KP mehr. Aber egal. Also, jetzt tue ich's. Aber das plus Dunkelclown werden mich besiegen. Eieieiei. Da hast du wirklich noch das perfekte Pokémon gegen mich in der Hand. Ärgerlich, kann man nichts machen. Da kommt echt ein Kryptomacho. Also, es gibt keinen schlimmeren Konter gegen Relaxo als Kryptomacho. Wirklich nichts. Kein schlimmerer Konter. Ich glaube, das ist so circa das härteste, wie man da verlieren kann. Boah, war das mies. War das mies. Und dass du komplett runtergefarmt hast. Aber kannst du. Kannst du einfach. Body Slam Schilden komplett runterfarmen. Vielleicht Kraftkoloss. Vielleicht hätte ich Kraftkoloss machen sollen. Ärgerlich mit dem Ausholen so, aber passiert. Passiert nun mal. Jo. Führung gewonnen, aber leider das Match irgendwie nicht. Oder was war da vorne? Trombok, glaube ich. Passt schon. Passt schon. Bitte mehr Macho. Auf jeden Fall, denn die ganzen Lapras sollen sowieso weg. Die Empoleon nicht, die lasst mir bitte da. Weil die mag ich. Na so, X-Bad. Wäre mal lustig, eins mit Rückkehr zu erleben. Okay, danke dir, dass du hier reinkommst. Ich sag's dir, du bist ganz nervig für mein Team. Na und deshalb... Boah, Wechsel plus dann auch noch nicht, aber egal. So, wir gehen. Ich müsste jetzt eigentlich eine Sofortattacke vor dir. Genau, zum Erdbeben kommen. Komme ich auch. Passt. Und dann bitte gib schnell Energie aus. Oh ja, so gefällt es mir. So gefällt es mir. Dann bleibe ich da, glaube ich, nämlich sogar komplett drin. Und so, wir haben hier jetzt auch noch, ich glaube, das ist 2 ready. Du bist bei 5, 6, 7 oder irgendwie so. Na, ich verliere den Gleichstand, aber das geht noch durch, weil das überlebe ich. Das überlebe ich. Nein, ich habe keine Ahnung von der Energie. Ich habe so ein bisschen geraten und gegengerechnet. Aber auch in Ordnung, falls du das nicht chillest. Ich will nämlich hier so wenige KP wie möglich haben, dass irgendwas anderes nicht farmen kann. Oh, perfekt. Diese Sofortattacken-Ruckler, die irritieren mich gerade, muss ich wirklich zugeben. Jetzt wäre es natürlich genial, wenn ich dich hart bestrafen könnte. Na, kann ich aber nicht. Jedoch bin ich mit Relaxo echt zufrieden. Da bin ich zufrieden. Jetzt schwächst du mich ab. Den zweiten werde ich schilden und danach vermutlich raus.
um das zurückzusetzen. Aber jetzt bitte sofort Attacken-Timing. Okay, 2, 3, 4, 5. Und Abfahrt. Hier kann ich es mir erlauben. Kaum jemand hat hier Schlammboge. Wirklich kaum jemand. Und Schlammboge ist eben maximal neutral. Von daher. Eine Aquahaubitze. Und ich setze sofort ein. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn das vielleicht doof ist, aber ich will nicht noch eine Attacke abbekommen. Du hast ultra viel Energie. Eventuell eben für... Okay. Ich schilde echt ungern, muss ich sagen. Weil ich bin ordentlich im Rückstand mit der Energie. Also, du bekommst gleich noch eine raus. Ja, was wollt ihr mir erzählen? Wollt ihr mir erzählen, ihr habt Schlammboge? Tromborg, ein bisschen nervt es mich gerade, muss ich ehrlich zugeben. Ein kleines bisschen nervt es mich gerade. Denn jetzt wäre ich schon bei den Samenbomben. Und so habe ich sie nicht geschafft. Hat wieder komplett das Matchup geflippt. Aber da machst du nichts. Da machst du einfach nichts. Dann wurde meine Ladeattacke verneint. Ich habe ganz klar drauf geklickt. Nervige Folge gerade, sorry dafür. Muss ich echt sagen. Eine sehr nervige Folge. Aber lässt sich nicht ändern. Hier. Das wirst du vermutlich auch nicht schilden. Den Giftzahn noch drauf und danach reicht eine Aquahaubitze und darauf wirst du gehen. Okay, oder vielleicht so. Gut. Ja, ganz nervig. Also wirklich. Warum habe ich geschildert? Ich wusste es doch. Ich hole nie aus, also kommst du noch zu der Attacke. War ein bisschen doof. Kann man nun mal nichts machen. So. Und dich beseitigen wir mal. Dass nicht noch ein Giftzahn ankommt und der Sofortattackenschaden ist auch schön langsam nervig. Und jetzt ist die Sache. Wer schafft's vorher? Ein Bodyslam oder zwei Aquahaubitzen? Vermutlich zwei Aquahaubitzen. Die werden dann nämlich ordentlich sitzen. Schade. Zwei Kämpfe schon in diesem Set, wo das ein bisschen nervig war. Ich meine, ich achte nicht so darauf, wenn ich im Vorteil bin, muss ich... Oh! Okay, doch nicht. Das müsste langen. Das ist der Vorteil an Krypto. Bei einem normalen vielleicht nicht. Ich muss zu der Verteidigung der Gegner sagen, ich achte nicht so genau drauf in Kämpfen, wo ich komplett dominiere und der Gegner nie die Attacke durchgeht und so weiter. Aber muss ich auch nicht. Mich würde es nur interessieren, wann es bei mir so ist, um auch für die Schilde und so zu entscheiden. Na, aber niemals aufgeben. Es kann dann doch noch klappen. Na, schön wäre es natürlich gewesen, direkt eine Aquahaubitze abzufangen, obwohl das sowieso immer nur Aquahaubitzen eingesetzt, von daher. Ja, ich glaube, also in dem Meta hat wirklich... haben wenige Schlammboge. Muss man einfach so sagen. Besonders wenn man X-Bart hat, schon ein Gift-Pokémon. Dann hat man hinten drin. Und was war dein Wechsel? Barrikadax, okay. Ja, nö, aber wenn man vorne Gift hat, hat man nicht Schlammboge. Man braucht Erdbeben gegen so vieles. Gegen sehr viele Pokémon, finde ich. Deshalb muss man da abwägen, schildert man oder schildert man nicht. Der Kampf beginnt und hoffentlich Schilling gewinnt. Oder so. Na, langsam aber sicher. Steigen wir auf und sammeln ein paar Punkte. 210 Punkte noch, dann hätten wir die richtig geniale Pose. Die finde ich echt top. Also, es ist zwar so geteilte Meinung, manche finden das ein bisschen zu heftig, diese Animation. Aber mir gefällt die echt so schön animiert. So, boom, die Pose von Leon und das Nidoqueen nehmen wir gerne. Nidoqueen Doppelunlicht oder so gibt es, bitte hol dein Barrikadax rein, weil auch das muss ich definitiv hiermit loswerden. Ich meine, mit Relaxo kann ich Schilde ziehen und so. Das geht für mich auch in Ordnung. Hier zum Beispiel sind wir nicht synchron und ich weiß nicht, ob sie im Vorteil war oder ich. Vielleicht, vermutlich ich. Und dann sage ich nichts. Schilling, was soll das? Wieso erwähnst du es da nicht? So. Ich muss sagen, die Flügel von Skorgro nerven, weil da sehe ich nicht so ganz, ob die Gegner ausholen. Ich will nämlich garantieren, dass du das Erdbeben nicht abfängst. Und deshalb warte ich einen Zug, dass ich sehe, wie Nidoqueen ausholt. Und ja. Aber durch die Flügel, es wird komplett verdeckt. Ich sehe es gar nicht. Skorgro, mach mal einen Meter hier. Oh ja. Genau, da ist dann nämlich die Steinkante. Die ich kannte. Und ich erreich's nicht. Ich erreich's haargenau nicht. Da ist die Steinkante. Und weil ich jetzt so im Reden war, habe ich nicht mitgedacht, dass es ja die Steinkante sein könnte. Aber davor wusste ich es so. Gut. Den Kampf habe ich hergeschenkt. Definitiv. Den habe ich vielleicht auch hergeschenkt, weil ich gewartet habe mit der Sofortattacke. Vielleicht hätte ich sie da ja verneint. Dann hätte ich noch das Erdbeben erreicht. Aber gut. Zum Beispiel gegen Nidoqueen. Da muss ich echt sagen, könnte man auch mal eher versuchen...
könnte man auch mal eher versuchen, dass man auf den Nachthieb geht, weil wenn es nicht geschildert wird, egal, ist neutral und passt sowieso auch dann. Und ich rechne irgendwie bisschen mit einem Barrikadax hinten und wird da schon noch gerne einen Kraftkoloss rausbekommen, oder ich weiß nicht, also es weiß nicht, was ich hier gerade mache, aber das war schon am Anfang nervig. Okay. 3, 4, 5. Oh, ich habe nicht mitgedacht. Aber ich habe hier so viel Energie, ich heb mir das auf. Ich wollte einen Wuchtschlag abfangen, aber wieso solltest du denn auf Wuchtschlag gehen? 4, jetzt hast du Eishieb. 4, jetzt hast du Eishieb. Oh, ich habe nicht mitgedacht. Wie soll ich einen Wuchtschlag abfangen, wenn ich keine KP mehr habe? Das klappt doch nicht ganz. Nicht ganz und auch nicht gar nicht. Aber das wäre genial gewesen. Und wenn ich mit vollem KP dagestanden wäre, hätte das vielleicht auch geklappt. So, jetzt schilden wir einmal und hoffen einfach, dass da hinten ein Impoleon ist. Und dann Kraftkoloss plus Spukball. Irgendwas davon. Oh. Okay. Ein Felinara. Also so ein Nidoqueen-Team, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Ich dachte da eher, keine Ahnung, an Unlicht und so. Ach du meine Güte. Gut, aber das war noch wichtig. Und andersrum wäre es natürlich wie immer besser gewesen. Ja, das Felinara hält zu viel aus. Da brauche ich jetzt noch 7 Body Slam in etwa. Das war mal ohne Spesen nichts gewesen. Gut. Nö, ist gerade schwierig, aber es sind keine 0 zu 5 und so, wir pendeln uns ein bisschen ein, von links nach rechts. Nächstes Mal gehe ich auf Samenbomben, dann landet der Spukball und dann hättest du jetzt keine KP mehr. Das hätte mir etwas besser gefallen. Ich will ernsthaft einen Wuchtschlag abfangen, obwohl ich 3 KP habe. Also ob da irgendjemand auf Wuchtschlag gehen würde. Und dann hätte ich gewechselt und mich plötzlich gewundert, hä, warum ist da ein Eishieb? Ich wollte doch den Wuchtschlag abfangen. Nö, nö, nö. Liebe Leute von heute, so nicht. Aber schön, Nidoqueen mit Steinkante, definitiv. Muss man auf dem Radar haben. Hatte ich auch, aber dann irgendwie doch nicht. Ich bekomme eine Revanche. Ich darf das nochmal versuchen und die zweite Attacke schilde ich dann auch. Die zweite schildern wir dann auch. Jetzt passt mal auf. Ich werde komplett Déjà-vu-mäßig jetzt in die Vergangenheit und das ganze Geschehen nochmal ändern, indem ich jetzt auf Nachthieb gehe. Und dann seht ihr mal, wie es richtig abgeht. Okay, Moment, nein, wir ändern das Geschehen doch nicht. Okay, wir ändern es. Du bekommst die 10% Chance reingedrückt. Du machst einfach die... Du dachtest dir, nein, Giftzahn machen wir nicht. Ich hole mir die Verteidigungssenkung mit Erdkräfte. Schade. Und jetzt gehst du aber auf die Steinkante. Denn du willst mir zeigen, hey, hallo, ich habe Erdkräfte und keine Steinkante. Und im Weiter hast du Erdkräfte plus Steinkante. Nö, das ist hier den Giftzahn. Und ich drücke jetzt einfach direkt, wir machen hier keine Spielchen. Fang von mir aus ab. Oder was auch, ich bin jetzt schon zweimal abgeschwächt wegen Erdkräfte. Das ist schon durchaus relativ nervig. Aber ich müsste im Gleichstand gedrückt haben. Ich würde dich jetzt echt ungern runterfarmen lassen, sage ich ganz ehrlich. Weil das schon ein ordentlicher Energievorteil ist. Und deshalb, oh, warum schilden die um ihr Leben? Wirklich, Skorgro ist so heftig, man müsste... Bitte seid nicht so wie ich. Bitte seid nicht so wie ich, traut euch einfach. Aber ich bin nicht so einer. Aber bei Erdbeben ist es so heftig. Man schafft doppelt so viele Attacken, wenn man den Köder und so weiter. Zwischen Nachthieb und Erdbeben, da stecken Welten. Da stecken wirklich Generationen dazwischen. Und ich traue mich einfach nie. Ich traue mich einfach wirklich absolut nie. Nie und nimmer. Hier wird runtergefarmt und einmal geschildert. Völlig egal, auch wenn es nur die Schlammbombe ist. Denn ich will mir hier die KP noch aufbewahren. Na und genau, ja, das ist so ein bisschen ein Problem von mir, wirklich. Ich glaube, da kann man noch viel rausholen, wenn man da auch mal auf Nachthieb geht. Vielleicht sogar zweimal hintereinander. Aber dann dachte ich, hä, die Person macht direkt... Ich bereue das, glaube ich, gerade. Das bereue ich, glaube ich, gerade, ja.
Das tue ich. Das tue ich in der Tat. Das macht ultra wenig Schaden, aber ich habe bald keine KP mehr. Das bereue ich. Ich hätte einfach auf den Spukball. Na gut. Dann bereue ich es doch nicht. Hoffentlich. Du bist bei 4. Du bist bei 4. Und das BH, das besiegt dich. Auf jeden Fall. Na gut, ist nochmal gut gegangen. Obwohl ich zwei, also wirklich, der Gegner, da freut man sich so, weil die Investition von dem Schild einfach so wichtig und richtig ist. Was habe ich geschildert? Giftzahn und nicht sehr effektive Schlammbombe. Aber die Schlammbombe wusste ich. Ich wusste, dass die kommt. Ich wusste auch, dass der Giftzahn kommt, aber ich wusste, der Kampf ist bald vorbei und ich habe keine Schilde mehr. Von daher, ja. Aber ganz klare Sache, hier hätte ich auf Spukball gehen sollen, um einfach das Nidoqueen wegzubekommen. Aber ich dachte mir vielleicht ein bisschen Energie sparen, dann noch Energie runterfarmen. Genau, ich muss das Nidoqueen-Matchup muss ich mir echt nochmal ansehen. Na, ob da... Weil da tut der Köder nicht weh, wirklich. Barrikadax? No way. Wer da den Nachthieb nicht schildert, dann hat man direkt verloren. Aber gegen Nidoqueen, es ist neutral, vielleicht kommt der Boost rein und so und dann ist sowieso Ende Gelände für Nidoqueen. Ich glaube, das kann man da wirklich mal wagen. Ach, ich weiß es nicht. Und unterm Strich ist es auch nur ein Münzwurf, sind wir mal ehrlich. So, das kann niemand hell sehen, aber Skorgro ist weiterhin Maschine. Skorgro ist absolute Maschine hier. Nicht bei 5 einsetzen, das ist viel zu offensichtlich. Denn wir setzen bei 6 ein. Und jetzt wäre es so schön. Eine noch und dann abfangen, aber es geht sowieso niemand auf Spukball. Es wird zwar auf Spukball aufgebaut, aber niemand geht auf... Wir versuchen es. Okay. Oh, du setzt dennoch ein, aber das ist dann die Samenbombe. Du wechselst nicht, also sagt mir irgendwas. Skorgro kann hier komplett aufräumen. Ich will mir das definitiv aufheben. 4, eine 5, eine 6 und 7. Einen Schlecker davor drücken, bevor du bei der Attacke bist. Eine Abfahrt hiermit. Genau, Kavalanzas hinten. Da bin ich auch sehr fein. 8, 9, 10... Okay, oh, du setzt ein. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Hat das Ding Samenbomben vorhin eingesetzt? 10 bis bei 3, ich will nicht so lange. Das heißt, du brauchst jetzt noch 3 Sofortattacken. Ich gehe hier mit rein. So, 3. Ah, okay, perfekt. Weil das wäre nur der Schlagbohrer gewesen. Und so habe ich jetzt ganz viel Energie. Setz hier schon ein. Na, jetzt bin ich aber gespannt auf dein letztes Pokémon. Ich tippe auf Gengar. So einfach, dass beide Pokémon sind stark gegen Gengar und jetzt holst du hier das rein. Oh, das war sogar ein Gleichstand. Das sind die Samenbomben, aber wir schilden hier mal rein. Ich glaube, jetzt bist du auf 0. Na, und 5 Sofortattacken werden dich besiegen, obwohl deine Wechsel wird schon um sein. Ich werde einfach runterfarmen. Ah, easy. Oh. Nicht easy. Eventuell nicht easy. Okay, ganz und gar nicht easy. Ganz und gar nicht easy. Ja, du bist definitiv schon bei Borschnabel. Da bin ich mir relativ sicher, dass du jetzt schon bei Borschnabel bist und ich noch ganz weit weg von allem. Na gut. Das war relativ ungemütlich. Ein Trombok mit Energievorteil wird jetzt gegen einen Proleon verlieren. Ein Schild gegen ein Schild. Passt auf. Ah, okay, wird es nicht. Denn verlieren hätte ich noch können, wenn ich auf Samenbomben gehe und der Gegner nicht schildert. Dann hätte ich noch verlieren können. Aber so dann hoffentlich doch nicht. Das, kennt ihr das? Man freut sich schon so, oh yes, garantierter Sieg. Und dann dieser Moment der Wahrheit. Spinning Wheel of Death. Der Server dreht sich und alles dreht sich. Und dann, ja. Ja, vorherige Folge war definitiv servermäßig ein bisschen besser. Auch wenn ich da versucht habe, auch mit den Sofortattacken das mit Absicht nicht zu erwähnen. Aber je höher man in den Punkten geht, desto... Mehr ärgert mich dann, man sich dann über sowas. Jetzt wollen wir ja doch irgendwann mal ein bisschen aufsteigen. Das ist so, echt, nehmt es mir nicht so, ich gebe mein Bestes, nehmt es mir nicht so übel. Ich versuche mich wirklich zu bessern. Es ist so, als müsste man niesen. Also, ich will es natürlich zurückhalten, weil ich euch nicht ins Mikrofon hier rein niesen möchte und dann RIP Headphone Users, so. Aber diese Befriedigung am Ende nach dem Niesen, das ist so angenehm, so, ja, jetzt konnte man niesen und irgendwie ist alles wieder in Ordnung. Und wenn dann Skorgro jedes Mal rumsteht und ich sehe, oh, das Macho wäre schon fast kaputt, das wird nicht noch eine Ladetacke schaffen, wenn ich einfach so spielen würde, wie das Spiel funktioniert, und dann muss ich niesen.
Ich versuche es zurückzuhalten, es tut mir echt leid. Aber jetzt, je höher ich komme mit den Punkten, desto häufiger werde ich vermutlich niesen müssen. Schauen wir mal. Langsam aber sicher stoßen wir vor zu dem 2800er Punktebereich. Da waren viele Fehler von mir dabei, definitiv. Und viele Sachen, die man rückwirkend betrachtet hätte besser machen können. Also ich bin noch immer zufrieden mit dem Team. Auch wenn da ab und zu Situationen waren, wo vielleicht was anderes besser geklappt hätte. Mir gefällt das Team sehr gut. Na und gegen Nidoqueen muss ich echt noch üben. Die haben alle, die holen ein Nidoqueen, die lassen ein Nidoqueen drin gegen ein Flug-Boden-Pokémon. Also, welches Erdbeben hat. Und ich verliere dennoch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe, aber ich werde echt häufiger auf Nachthieb gehen. Aber bitte, dass, wenn ihr gegen mich kämpft, schildert trotzdem. Danke fürs Zusehen und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.